Moshe Menuhin, der Großvater. Er entstammte einer langen Reihe von Rabbinern. 1965 erschien sein Buch »The Decadence of Judaism in Our Time«, das eine scharfe Kritik der Zionisten und ihres Ziels eines Groß-Israels beinhaltet. Yehudi Menuhin, der Vater, der jüdische Jahrhundertgeiger, der zusammen mit dem von ihm hochverehrten Wilhelm Furtwängler im vom Krieg zerstörten Deutschland zugunsten deutscher Flüchtlingskinder Konzerte gab. Was unsere Zuneigung zu Deutschland und unser Eintreten für die Palästinenser angeht, so weiß ich mich mit meinem Vater Yehudi und meinem Großvater Moshe einig, schreibt Jared Menuhin, der Enkel, ein Filmemacher und streitbarer Publizist. Und weiter, ich bin die dritte Generation der Familie, die in einen unabhängigen Palästinenserstaat glaubt und die kurzsichtige Politik der israelischen Machthaber ablehnt. 1947 trat der Jahrhundertmusiker und Jahrhundertgeiger Menuhin mit Wilhelm Furtwängler zusammen im Nachkriegsdeutschland auf, gab Konzerte und nicht selten spendete er sein Honorar deutschen Flüchtlingskindern. Diese Sympathie, diese Liebe zu Deutschland, haben Sie die von Ihrem Vater geerbt, übernommen? Gerard Menuhin, herzlich willkommen. Ist das so? Unter anderen Gründen muss es das gewesen sein. Mein Vater spielte am liebsten Bach, glaube ich, und anderen große deutsche Komponisten. Aber er hatte wahrscheinlich besonders das Gefühl durch diese mathematische, gleichzeitig emotionelle Musik von Bach, dieses Bedürfnis. Und er spielte als Encore immer gern dieser Bach-Chaconne. Aber was mich betrifft, hatte ich auch den Vorteil, für anderthalb Jahren in eine Schule in Deutschland zu gehen, in eine Vorschule von Salem in Baden-Württemberg. Und da habe ich manche Einsichten bekommen. Damals war Deutschland ganz anders in 59, als es jetzt ist. Es war noch im Aufbau und es gab überall eine sehr positive Stimmung, auch unter den Jungs um mich. Und ich bin dankbar dafür, dass ich diese Gelegenheit hatte, Deutschland zu kennen, in früheren Jahren von meinem Leben. Wenn man den Bogen von jener Zeit, als Ihr Vater seine ersten Konzerte im Nachkriegsdeutschland gab, bis heute, wenn man die Zeit sich ansieht und auch die geistige, die politische Entwicklung, was würden Sie sagen, haben sich die Verhältnisse auch und in erster Linie unter dem Aspekt der geistigen Freiheit verbessert, verschlechtert? Wie ist die Entwicklung aus Ihrer Sicht? Die geistige Freiheit hat sich zweifellos nicht verbessert. Es ist ein Phänomen, wie und warum. Je weiter wir uns vom Zweiten Weltkrieg entfernen, desto beschränkter und schlimmer wird das Leben der normalen Deutschen. Es kann nicht so leicht erklärt werden, das ist das größte Exportland der Welt. Es sollte dadurch genügend Steuern geben, um mindestens die Renten zu sichern, das Leben von, ich glaube, 1,5 Millionen Kinder, die auf der Straße leben, zu retten und so weiter. Und natürlich die Meinungsfreiheit, die es angeblich gibt, aber nicht gibt, zu erlauben. Es ist einfach aus Gründen, die man forschen kann, um an eine Antwort zu kommen, so heute, dass der Deutsche sich unter irgendeinen Mantel, eine Decke bewegt und einatmend eine politische Korrektheit, die auf der sogenannte Nachkriegs-
Umerziehung gestellt ist, wo er sich nur auf Spaß und Konsum, wenn er überhaupt das Geld noch hat, stellen darf und kann. Das heißt, Sie würden in der Umerziehung und der Re-Education, die mit dem Beginn der Nachkriegszeit und dann vor allem natürlich auch mit dem Beginn der Bundesrepublik Deutschland selber in der Bundesrepublik stattgefunden hat, so eine Schlüsselentwicklung sehen, eine Schlüsselentwicklung nicht hin zu Demokratie, zu Geistesfreiheit, zu Rede- und Meinungsfreiheit, was sie ja eigentlich bringen sollte, um Erziehung weg von der Zeit des Nationalsozialismus, sondern es ist groteskerweise eine Umerziehung in eine ganz andere Richtung gewesen. Ja, es ist eine Umerziehung zugunsten der Alliierten, der Sieger, aber auf viel kleineren Ebenen von Menschen, die zwei Kriege angezettelt haben, um Deutschland, besonders die deutsche Wirtschaft, als Konkurrenz herunterzumachen, zu zerstören. Es ist ihnen fast gelungen, mit dem Ersten Weltkrieg das zu tun. Danach kam der Versailler Vertrag, der keinen anderen Ausweg für Deutschland bat als den Zweiten Weltkrieg. Es gab aber dazwischen eine Möglichkeit, eine Lichterscheinung, die einen Plan angeboten hat, wie ein Land zu führen wäre, in den besten Sinn des, ich kann es nicht anders äußern, Sozialismus. Es gibt verschiedene Arten des Sozialismus. Es gibt Kommunismus, es gibt die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, die wir angeblich jetzt erleben. Aber all das ist nicht gleich als eine Gesellschaft, die sich so kohäsiv benimmt, dass alle sich mit anderen verbunden fühlen. Es wird daran gearbeitet, eine solche Gesellschaft unmöglich zu machen. Nun ist ja die Interpretation oder die Bewertung der Zeit vor 1945 im Grunde genommen in einer kompletten Negation. Alles das, was dort sich entwickelt und hat und passiert ist, wird im Grunde genommen unter den großen Begriff von Verbrechen subsumiert. Sehen Sie denn eine Chance, dass zu irgendeinem Zeitpunkt einmal es so viel Abstand geben könnte, dass man im Grunde genommen historisch mit dieser Zeit umgehen kann, ohne dass diese Zeit dominant ist für das aktuelle politische Geschehen, das man heutzutage betreibt. Also diese Dominanz jener 12 Jahre für auch die aktuelle Politik ist ja einfach im Grunde fast gespenstisch, dass man sich immer noch unter dem Diktat der 12 Jahre heute politisch bewegen muss. Diese 12 Jahre im Rahmen der 100-jährigen Plan, eine andere Welt zu schaffen, sind zwar sehr kurz, aber sehr wichtig, wesentlich, um diese Verhältnisse so zu behalten und tatsächlich alles, was geschehen ist, dort als Verbrechen zu zeigen. Es gäbe eine andere Möglichkeit, wenn ich das andeuten kann jetzt. Und ich habe schon vor 4 Jahren versucht, das oder andere wahrscheinlich auch. Aber dafür müsste es eine kohäsive Gesellschaft geben. Und wenn daran gearbeitet wird, gerade das Gegenteil zu erreichen, dass die Kulturen, die Gesellschaften überall nicht mehr
zusammenhalten, ist es unmöglich. Aber wenn es so wäre, konnten Menschen ihre Steuerbezahlungen weigern. Die könnten verweigern, überhaupt Steuern zu bezahlen, was natürlich ein Land zum Halten bringen würde. Dafür aber braucht es Solidarität unter Menschen. Es würde zum Beispiel die Gewerkschaften brauchen, aber die Gewerkschaften, die wirklich für den Menschen arbeiten, nicht nur für ab und zu einen höheren Lohn, sondern für das ganze Land, nicht nur manche Gruppen. Was jetzt zum Vorschein kommt mit dieser ganzen Finanzkrise, ist, dass Geld eigentlich nicht wichtig sein soll. Das ist nur eine Ermöglichung von Arbeit, von Diensten, von Einkäufe. Und Steuern sind auch eigentlich unnötig. In Amerika gab es keine Steuern für vielleicht 150 Jahren vor 1913. Dann merkwürdigerweise 1913, als die Federal Reserve gegründet wurde, kamen gleichzeitig also Einkommensteuern. Es gab Steuern auf Zoll, auf Ein- und Ausfuhren. Ja, aber wenn eine Regierung, wie es der Fall war vor der Gründung der Federal Reserve in 1913, das Geld selber schafft, dann braucht es keinen anderen Ort Zinsen zu bezahlen, wie es jetzt der Fall ist, dieses Geld zu gebrauchen. Und da kann auch eine Regierung genau so viel Geld drucken, wie es nötig ist, um alles in Ordnung zu halten. Das Geld geht raus, wenn man einen Anliegen haben möchte, eine Hypotheke, kann man das von lokalen Vertreter der Regierung bekommen. Man muss nicht irgendwo anders an eine Bank gehen, die dann die Hypotheke weiterverkauft, wie es der Fall gewesen ist. Man sollte zurück auf die Idee kommen, die natürlich heuchlerisch ist, dass das Geld nichts anders sein kann oder darf als die Anweisung auf geleistete Arbeit. Lassen Sie mich noch einmal ganz kurz bei den Auswirkungen der Zeit zwischen 33 und 45 bleiben. Sie sind gemeinsam mit einem anderen großen jüdischen Publizisten, mit Norman Finkelstein, sehr stark geprügelt worden, weil Sie im Grunde genommen eine Position vertreten haben, die von einer Instrumentalisierung jener Jahre und jener Verbrechen, jener kritikwürdigen Ereignisse ausgeht. Ist diese Instrumentalisierung etwas, was nicht eigentlich verständlich ist, oder gibt's da wirklich ein Problem in dieser Instrumentalisierung? Ein Problem gibt es durchaus, weil die Juden machen sich unbeliebt dadurch, dass die immer noch weitere diese Zeit, diese Verfolgung, die es tatsächlich gegeben hat, benutzen. Man muss aber diese Verfolgung in sich selbst vielleicht forschen, und das wird nicht erlaubt. Warum es nicht erlaubt wird, muss man dann sich die Frage stellen. Wenn man die Frage zu oft oder zu klar stellt, riskiert man bis zu 5 Jahren Gefängnis. Das alles ist sehr fragwürdig. Man muss, wenn man die Verfolgung zurück zum Anfang folgt, sieht man, dass Deutschland gefährdet wurde, wieder wirtschaftlich, durch eine Drohung, die dann zur Tatsache gekommen ist, schon im März 1933. Und
man könnte dann behaupten, dass die Verfolgung dann eine Antwort darauf war. Man hat sehr viele Bilder gesehen von diesen frühen Jahren nach 1933, wo das Volk, das deutsche Volk nicht einkaufen dürfte. Aber wenn man auf der anderen Seite sieht, dass deutsche Waren in vielen Ländern auch nicht gekauft wurden durch ein Embargo, die, wie gesagt, im März 1933 angefangen hat, alle Zeitungen, große Zeitungen standen, dann kann man verstehen, wie die Reihenfolge ein bisschen gegangen ist. Wenn man jetzt einfach die Bedeutung, die, von der wir gesprochen haben, auf die aktuelle Politik und auf das, was heute ansteht an der Entscheidung politischer Fragen, den Bogen schließt oder den Bogen zieht, wie würden Sie beispielsweise, greifen wir jetzt einfach mal die Entwicklung in Brüssel, die Bedeutung der Rolle der EU auf, ist dort die Bundesrepublik, ist doch Deutschland in einer Weise präsent, repräsentiert, von der man sagen würde, es ist adäquat, es ist vernünftig, oder wie würden Sie die EU im Hinblick auf Berlin, auf die deutschen Belange bewerten? Die Deutschen sind die Hauptzahler der EU, bekommen dadurch weniger zurück, auch aus manchen anderen Ländern, so viel ich weiß. Und die deutsche Sprache wird nicht so hoch bewertet wie zum Beispiel Französisch und natürlich Englisch, obwohl es eine größere Anzahl von deutschsprachigen Menschen gibt als zum Beispiel Französisch sprechenden. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass die deutschen Politiker sich nicht gegen sowas wehren. Was die EU im Allgemeinen betrifft, sind wir immer der Meinung gewesen, oder besser, man hat uns gesagt, dass es am Anfang aufgebaut wurde, um weitere Kriege zu vermeiden. Danach ist es so eine politische Einheit gekommen, wo nicht gewählten Menschen die Gesetze machen. Ich glaube, in Deutschland sind die Gesetze zu 80% aus Brüssel überlegt, ja, oder kommen aus Brüssel. Wenn man sieht, warum die Kriege zustande gekommen sind, sieht man auch, dass der Anfang eigentlich, der Grund am Anfang nicht so gewesen ist. Es müsste andere Gründe gewesen sein, wahrscheinlich auch wirtschaftliche Gründe, die nicht, die überwiegend waren, und nicht politische Gründe. Aber hat die EU denn das jetzt von Ihnen gerade angesprochene Versprechen oder die Ankündigung, dass diese europäische Gemeinschaft eine Friedensgemeinschaft sei, eine Gemeinschaft, in der beispielsweise eben militärische Auseinandersetzungen verhindert werden sollen, denn wirklich gehalten? Eigentlich passiert doch das Gegenteil. Ja, das war vielleicht der ursprüngliche Grund oder angegebene Grund. Aber natürlich arbeitet jetzt die EU als wirtschaftliche, politische Block eng mit der NATO. Der NATO wird in Orten eingesetzt, das überhaupt nicht mit dem Namen North Atlantic Treaty Organization zu tun hat. Und die Deutschen beteiligen sich auch als Teil der, als Mitgliedsland der EU dadurch. Und junge deutsche Soldaten werden in diesen Ländern, hauptsächlich Afghanistan, durch Aufständischen getötet. Und das ist eine Politik, die nur einige wenige dient. Erstens die Idee eines wirtschaftlichen Block. Das kommt auch zurück auf den oft zitierten George Orwell, der Eurasia und Oceania in seinem Buch 1984 beschrieben hat, oder als Kriegsfeinde
immer durch den Ministerium, dem Wahrheitsministerium zitiert hat. Wir haben zwar noch nicht ein Wahrheitsministerium, aber wir haben die Folgen davon schon erlebt mit der politischen Korrektheit, der Spaß- und Konsumgesellschaft. Das sind wegen ein Volk zu beirren, auseinanderzutreiben und aus den wichtigen Entscheidungen zu halten. Krieg muss es nie geben. Krieg heißt das Extreme von eine extrem gewaltige Benehmung zwischen Menschen, die sich vielleicht als Nachbarn sehr gut verstehen würden. Aber weil man zwei Völker eingeredet hat, oder vielleicht ein Volk, das der andere eine Gefahr stellt, und allerlei Propaganda erfindet, werden die beiden Länder befeindet und greifen sich dann in zwei verschiedenfarbige Uniformen an. Und es werden 40 Millionen angeblich im Zweiten Weltkrieg getötet. Völlig umsonst. Krieg ist nur ein Mittel, um die Macht, das Geld zu übernehmen, in weiteren Händen kleineren Gruppen zu führen und die Kriege der NATO sind auch dafür geeignet, diese Gegenden so zu unterstellen, dass die nachher keine eigene Kultur mehr haben und natürlich die Bodenschätze auch zweitrangig dazu. Ja, ja, ja. Wenn es diese Diskrepanz gibt und auch Ihre kritische Einstellung im Hinblick auf die Bedeutung der EU für die Bundesrepublik. Sie haben geschrieben, dass im Grunde genommen sich Deutschland zwischen Skylla und Charybdis EU und USA befindet. Das heißt, auch die Vereinigten Staaten haben aus ihrer Sicht keine positive Wirkung oder Auswirkung auf die Ereignisse, auf die Geschehnisse in der Bundesrepublik. Ich glaube, man muss fast militärisch sprechen von einem Chain of Command, von einer Kette der Befehle. Auch Amerika ist kein freies Land. Und nach diesen Ereignissen von 2001 ist sie auf dem Wege zu einer Diktatur, ohne Frage. Die Patriot Act 1, 2 und 3 werden dafür sorgen, dass Menschen sich sehr einordnen müssen, wenn sie leben wollen. Dann nach Amerika kommt das Block EU und die führenden europäischen Regierungen, darunter die deutsche Regierung. Wo Herr Schröder gegen diesen Krieg in Irak war, das war zugute zu halten, ist die Kanzlerin dafür und eigentlich folgt zu 100%ig, vermute ich, was aus Washington kommt. Also, und danach kommen die individuellen Länder Europas, sind inzwischen, ich glaube, 27 Länder in der EU, und es kommt dann auf den einzelnen Menschen, der sehr, sehr weit weg von den Entscheidungstreffen lebt. Er also ist Opfer. Die Befehlskette sehen Sie quasi von den USA und der EU-Bürokratie absteigend und dann in Berlin landend. Das heißt, die Berliner Regierung aus Ihrer Sicht ist eigentlich nicht
in beispielsweise einer Frage wie Afghanistan-Einsatz dem gewählten Bürgerwillen, dem manifesten Bürgerwillen verpflichtet und dem Wunsch der Leute, von denen man gewählt wurde, sondern man tanzt nach der Pfeife ganz anderer Befehlshaber. Ja, die deutsche Regierung ist imstande, sich täglich was zu entmachten durch diese Gesetze von Brüssel und dann weiter weg. Aber merkwürdigerweise behalten die alle ihre Stellungen, obwohl sie dafür nichts tun und bestimmt das Volk nicht vertreten. Das ist ein Phänomen in unserer Zeit. Es geht auch in anderen Ländern so. Nur merkt man, dass es Gott sei Dank noch manche Kulturen gibt, die sich dagegen wehren, oder dass es überhaupt Kulturen gibt. Zum Beispiel in Frankreich, das Land, der das Wort Chauvinismus erfunden hat, dass vielleicht man sich immer früher geärgert hat, dass es dass La Grande Nation Frankreich war zuerst, ist es jetzt vielleicht ermutigend, dass der Herr Sarkozy von einem Fonds spricht, durch den er französische Firmen schützen möchte gegen sogenannte Heuschrecken. Nur äußert er sich gegen Heuschrecken aus Asien und Mittelosten, nicht unbedingt von Amerika aus. Aber inzwischen ist Amerika auch sehr von chinesischem Geld unterwandert. Das ist in sich selbst nicht so schlimm. Man möchte nur die altbekannten kulturellen Eigenschaften ab und zu wieder bemerken, weil es beruhigend ist, dass im Grunde genommen ein Volk sich nicht geändert hat. Das möchte ich natürlich über alles in Deutschland wahrnehmen. Das merkt man leider nicht so oft, nur vielleicht, wenn es internationale Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Das heißt, Sie sehen im Grunde genommen einen Gleichklang zwischen einer politischen Meinungs- oder einer politischen einer Umsetzung von politischen Ereignissen auf der einen Seite und deren medialer Berichterstattung. Das ist so die eine Seite, und das, was dem komplett gegenübersteht, ist eigentlich das, was die Menschen in demselben Land wollen. Also die Kluft aus Ihrer Sicht ist riesengroß. Absichtlich so, wenn als ich mal versucht habe zu deuten, wenn eine Diktatur und eine Armee ein Land überfällt, als allererste übernimmt es die Medien, sei es Radio, Fernsehen oder Zeitschriften, Zeitungen, und dann ist alles gleichgeschaltet und man hört nur eine Stimme. Und die Stimme dann kommt aus Regierungsebenen. Es kommt dann außerhalb Deutschland, zum Beispiel von Brüssel oder von den anderen großen werdenden Block, wenn man das so nennen darf, das vielleicht zustande kommt, Nordamerika, das heißt Mexiko, Kanada und den Staaten. Und darüber natürlich kommt es aus einer ganz kleinen Gruppe von Menschen, die seit mehrere hundert Jahren einen Plan folgen, der fast jetzt reif ist, wodurch die ganze Kontrolle der Welt in sehr wenigen Händen bleibt. In Amerika sind die zum Beispiel die Neokonservativen genannt. Sehr viele von denen haben zwei Pässe und eine Loyalität, die nicht Amerika gilt. Welche Rolle bei diesen Überlegungen spielt denn das, was man allenthalben als Globalisierung bezeichnet und auch angepriesen bekommt, als im Grunde genommen ökonomisch und für alle Menschen sinnvollsten Weg, die Welt
als eine Einheit zu sehen, die Welt zu globalisieren. Ist das eigentlich das Ziel, was dahinter steht? Die Globalisierung ist angeblich unaufhaltbar und hat nur Vorteile. Auf alle Fälle wird sie überall zitiert als Grund für diese Entwicklungen. Es ist nur ein, wenn ich würde mal sagen, Catchword. Das ist Teil der immer wieder führenden Kontrolle in weniger Händen, da man sieht, dass die großen internationalen Firmen alle andere kaufen. Das ist eine Ausrede, die Globalisierung im Grunde. Es mag eine Ausrede sein, aber es ist sicherlich auf der anderen Seite eine erst stark propagierte Entwicklung. Also wer sich auf die kleineren Märkte, auf Regionalisierung, auf Nationen bezieht, wird ja eher in die Schublade ewig gestrig und zurückwärtsgewandt. Und wenn man heute modern sein will und den positiven, zukunftsträchtigen Entwicklungen gegenüber offen eingestellt sein will, dann findet man sich auf der Seite der Globalisierung wieder. Ich denke, es geht sehr wie so viel, auch die Börse, um Wahrnehmungen. Und man hat vielleicht Angst, ob es in Wirtschaft oder Kunst ist, zum Beispiel als nicht modern angenommen zu werden. Ein sehr überwertetes Wort. Was die Ewiggestrigen natürlich betrifft, ich weiß nicht genau, wer unter uns alle es sind. Man muss zuerst genauer wissen, was gestern passiert ist, um heute zu bewerten, ob heute tatsächlich alles gut läuft, ob in Zukunft es besser wird. Da bin ich überhaupt nicht überzeugt davon. Die Globalisierung ist wirklich nur eine angenommene Wahrheit. Einer der ja in Brüssel, ich sag mal, auf der Tagesordnung stehenden Problemkomplexe, den man sich mit dem man sich auseinandersetzen muss und der insbesondere durch die Ereignisse 11. September und die folgenden Jahre noch an Brisanz gewonnen hat, ist das Thema, wie wir in Europa oder dann auch speziell in Deutschland mit dem Islam umgehen. Was ist Ihr Eindruck, ist Ihre Einschätzung, was sollten wir tun und welche richtigen oder welche falschen Weichen werden da zurzeit gestellt? Erstens ist Deutschland immer bis jetzt von muslimischen Ländern als Freund gut angesehen worden. Es ist schade, sehr bedauerlich, dass durch die Einwanderung diese Stelle sich kippt. Und natürlich nicht nur durch die Einwanderung, sondern durch diese Einsätze der Bundeswehr, dass diese Wahrnehmung sich jetzt ändert. Gleichzeitig muss man sagen, dass Leute, die auswandern aus irgendeinem Land, Gründe haben, mit ihrem Heimatland unzufrieden zu sein. Es kann ganz konkrete Gründe sein. Es kann sein, dass es eine bessere Arbeitsstelle irgendwo anders gibt. Aber es kann auch sein, dass es Leute, die einfach gehört haben, dass es möglich ist, von sozialer Unterstützung, wie es der Fall auch in England ist, zu leben. Und deshalb kommen die, ob aus muslimischen Ländern oder aus Afrika, nach Europa. Und ein Land kann nur so viele Einwanderer aufnehmen.
Erstens müssen die Gesetze so stehen, dass nur Einwanderer, die ihr eigenes Leben erkämpfen können, also aufbauen können, eingelassen werden. Das sollte gründlich sein, weil sonst können die Steuern und die soziale Unterstützung diese Einwanderer nicht mehr unterstützen. Da gibt es auch die bekannten Ghettos, wo jetzt auch nicht die Polizei gehen möchte, ob in Italien oder wahrscheinlich auch in Deutschland, weil es eine ganz andere Kultur inzwischen dort aufgebaut hat. Und wieder zu sagen, das ist vielleicht nicht die allerbeste, das allerbeste Beispiel dieser Kultur. Sonst sehe ich unter Islam keine Gefahr, wie es viele Menschen es sehen. Man kann natürlich über Moscheen sprechen, wie über eine Armee, die sich im Voraus verbreitet, um allmählich eine islamische Kultur zu verbreiten weltweit. Das hat auch das Christentum gemacht. Das tun jetzt eine andere Gruppe, aber nicht im Namen irgendeiner Religion, sondern wieder um Macht und Geld zu bekommen. Das tun die auch. Ich würde gern hoffen, dass es nicht zu einer Konfrontation zwischen Deutschen und islamistischen Engländern und Islamisten kommt, weil ich sehe da keinen echten Grund, wenn die Einwanderer bereit sind, die deutsche Gesetze zu folgen. Das ist das Gefahr. Aber auch wenn die bereit wären, denke ich, dass eine künstliche Opposition sich durch andere aufbaut. Und das ist wieder diese Gefahr von draußen. Man baut einen Feind auf, dann setzt zwei Kulturen gegeneinander an. Und der Dritte, der draußen steht, ist der lachende Dritte. Ja. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie fast grotesk in der massiven Einwanderung von Moslems nach Deutschland als Beispiel ein Problem für das positive Miteinander, trotz der Nähe, trotz des an und für sich ja gewünschten und propagierten Zusammenlebens, ist unterm Strich mehr Distanz und mehr Aversion und das traditionell gute Verhältnis zwischen Deutschland und der islamischen Welt und den arabischen, beispielsweise arabischen, aber auch anderen islamischen Ländern, ist durch diese Nähe eher gefährdet oder eher sogar zerstört. Habe ich das richtig? Genau. Und die Bundesregierung ist dafür natürlich an erster Stelle verantwortlich. Die Regierung unter Schröder hat auch die Einwanderung sehr unterstützt. Und wie gesagt, wir brauchen Menschen, die arbeiten können, die andere Tugenden in ein Land einbringen. Aber eigentlich ist eine Regierung dafür gewählt worden, ihre eigene Landsleute zu unterstützen und ihre Bildung an erster Stelle zu bezahlen mit öffentlichen Geldern. Und wenn das getan ist, bräuchte man keine oder sehr wenige ausländische Arbeiter, weil die Einheimischen würden es an erster Stelle tun. Man braucht immer welche. Ich verstehe nie, warum besonders in Deutschland Steuergelder so weggeworfen sind,
dass es fast eine Beleidigung für jeder deutsche Bürger ist, ob es um Auslandseinsätze der Bundeswehr geht oder etliche, ich weiß nicht wie viele tausende Mahnmale, für was angeblich in den Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Das kommt nicht den Deutschen zugute. Im Gegenteil, das schwächt ihn, das verunsichert ihn, wo er eigentlich in dieses reiche Land, angeblich reiche Land Deutschland, unter den ersten Gebildeten stehen sollte. Wir hören immer, dass wir mehr über Bildung in alle Länder eigentlich machen sollten, dass die Regierung es vorhat, nur gäbe es leider ungenügend Geld. Aber das Geld ist doch da, um anderen Sachen zu tun, die nicht nötig sind. Deutschland war einmal das beste gebildete Land der ganzen Welt. Ohne Frage. Deshalb kommen wir zurück. Das ist ein Kreis. Musste es zerstört werden als Gegenspieler. Im Zusammenhang mit der Frage der Einwanderung wird ja von den Protagonisten immer wieder das Argument angeführt, dass aufgrund der demografischen Entwicklung, der Geburtenproblematik in Deutschland, die Lücken irgendwann so groß sind und jetzt auch schon vorhanden sind, dass sie im Grunde genommen nur noch, ich sag mal in Anführungsstriche, extern gefüllt werden können. Sehen Sie das als eine Bankrotterklärung von Familien- und Kinderpolitik oder ist das Argument nachvollziehbar? Es ist völlig unnachvollziehbar. Das ist eine weitere Beleidigung des Volkes. Man kann nicht einfach ein Volk als eine Anzahl anschauen, indem, wenn es aus Deutschen manche fehlt, man aus irgendeine andere Quelle reintun. Erstens, ganz gründlich bezahlen diese Menschen keine Steuer, wenn sie keine Arbeit haben, wenn sie unfähig sind zu arbeiten. Also fehlt da das Geld. Und wie gesagt, die deutsche Regierung ist erstens an Landsleuten schuldet Landsleuten erstens ihre Unterstützungen. Es gibt, glaube ich, fest wenigere Kinder in Deutschland, weil die Verhältnisse so schlimm sind und auch die zukünftige Verhältnisse so aussehen, dass junge Deutsche keine Kinder haben wollen. Das heißt also, auch das wäre ein Politikfeld, in dem Sie sich von einer Regierung in Berlin mehr erwarten würden, als das, was im Augenblick passiert. Und Sie sagen, das Geld ist im Grunde genommen da. Das Geld muss da sein, wenn Milliarden ausgegeben werden, um diese Auslandseinsätze durchzuführen. Ich glaube, jetzt sind es 3 U-Boote an Israel zu schenken und wie gesagt Mahnmale zu bauen oder zu erhalten. Das Geld ist natürlich da und es ist unter den ersten Bereichen, wo Geld ausgegeben sein muss. Ein gebildetes Volk ist das wichtigste Gut, das ein Land haben kann. Nur ist es klar, wie nach der Wahl sich nichts in diesem Bereich ändert, weil eine Regierung kann sich kein gebildetes Volk im breitesten Sinn leisten. Das sind Menschen, die also mindestens anfangen werden, die Medien nicht mehr zu glauben, ihre sogenannte Volksvertreter nicht mehr zu glauben. Außerhalb der Wissenschaft und ganz enge Bereichen kann sich keine Regierung, besonders in Amerika, wo schätzungsweise 80% der Menschen jämmerlich ungebildet ist, bestimmt was Geografie und Geschichte
gehört. Aber überhaupt nicht leisten. Das wäre eine enorme Gefahr. Das heißt, Sie sehen im Grunde genommen die Antipoden zwischen dem Gebildeten, dem gut informierten, vielleicht auch dem freidenkerischen Einzelindividuum und Bürger als Idealziel auf der einen Seite und einem, vielleicht etwas salopp formuliert, eher minder bemittelten Konsummenschen, der einfach nur als Konsument funktionieren soll. Das sind so die Antipoden, zwischen denen die Welt im Augenblick hin und her pendelt. Und das Pendel ist eher auf der Seite des Konsummenschen. Des Konsummenschen. So lange, als es noch dient, dieses Konsum aufzuhalten. Dafür muss natürlich der Mensch noch Geld haben oder bereit sein, sich Schulden aufzubauen. Wenn er das nicht mehr kann und wenn, wie jetzt diese Gefahr besteht, seine Bank ihm seine Ersparnisse möglicherweise nicht bezahlen kann, dann kann er nicht mehr konsumieren, dann ist er eigentlich wertlos für seine Regierung oder für den großen Plan. Und durch die anwachsende Automatisierung in Fabriken ist der Mensch sowieso weniger gefragt. Das kann zu einer Gesellschaft führen, das ist natürlich eine extreme Aussicht, zu einer Gesellschaft, wo die Menschen nur überleben. Die haben keine anderen Aussichten, als sich nur genügend zu essen holen und ein trockenes Dach, unter Dach zu finden. Weil ganze Gesellschaften werden auseinandergetrieben und nur benutzt, um Regierungen immer wieder zu wählen, die an die Macht bleiben wollen, die wechseln sich aus, die sind gleich, oder Steuern zu bezahlen, wenn die noch das Geld haben. Wie lange das noch gehen kann, wenn, wie gesagt, die Banken nicht das Geld haben, das kann Monaten, das kann einige Jahre noch dauern. Die Kehrtwende ist schwer zu verstehen. Wie gesagt, eine Gesellschaft, die nicht mehr eine Kohäsion zeigt. Aber die Politiker, von denen Sie sprechen, die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie im Grunde genommen die Prioritäten ihrer Aufgaben, wir haben die Familienpolitik angesprochen, wir haben die Bildungspolitik angesprochen, wir haben auch die Frage der Einwanderung oder der Quantität von Einwanderung angesprochen. All diese Prioritäten werden im Grunde genommen nicht richtig gesetzt. Die Dinge, die wichtig sind und die auch für die auch seitens der Menschen gewollt werden, das sind alles Faktoren, die seitens der Regierungen nicht mit der nötigen Intensität, mit der nötigen Priorität versehen werden, wie andere Aufgaben, für die dann Milliarden ausgegeben werden. Ja, so ist es. Und der Mensch nimmt es nicht wahr, wie es ist, obwohl die Verhältnisse immer schlimmer werden um sich, ob in den Schulen, wo Deutschen oft der Minderheit sind, besonders in Berlin, die Hauptstadt zum Beispiel, die von ihren eigenen Bürgermeister als sexy erfunden wird. Gut, auf seiner Ebene kann er das durchaus so denken, fühlen, aber er muss sehen, was in seine Stadt vorkommt. Ich finde es immer merkwürdig, wenn es Verhältnisse gibt, die in einem Land wie Deutschland nie vorkommen sollten, dass ein Bürgermeister und eine Kanzlerin, die dort viel Zeit verbringt, sich nicht einmal die Mühe geben,
diese Ortschaften, diese ärmere Gebieten anzuschauen. Man versteht es auf der anderen Seite doch, weil es könnte sein, dass die irgendwelche Objekte angeworfen bekämen, wenn sie sich dort wagen zu zeigen. Aber es ist ein zusätzliches Zeichen, wie das deutsche Volk verächtet wird, dass es so schlecht in Berlin, die Hauptstadt, geht. Und dokumentiert, so wie Sie das auch schildern, so eine gewisse Ferne der politisch Herrschenden von den Problemzentren, von den Bedürfnissen und den Dingen, die den Menschen, gerade wie Sie sagen, in den etwas ärmeren und zum Teil ja auch wirklich armen Gegenden derselben Hauptstadt unter den Nägeln brennen. Tatsächlich, wenn wir die Mächtigen oder die sogenannte Prominenten, ein schlimmes Wort, wie die jetzt erscheinen, ob im Fernsehbereich oder Popbereich oder die Politik, das sind immer die gleichen, die zeigen sich in Bayreuth schön angekleidet. Aber in Neukölln zeigen sie sich nicht. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Danke für die vielen nachdenklichen Überlegungen. Danke für auch eine distanzierte Betrachtung aus der Schweiz, distanzierte Betrachtung eines Menschen, der Deutschland von außen betrachtet, der es aber mit viel Sympathie betrachtet, und möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken für das Gespräch, für die Überlegungen, für die Anregungen, die Sie gegeben haben. Und vielleicht ist das eine oder andere dann doch etwas, was an politisch wirksamer Stelle mal zur Kenntnis genommen wird und Eingang in die Politik findet und auf die Art und Weise wieder ein Stück Bürgernähe zu erreichen. Herr Menuhin, ganz herzliches Dankeschön. Ihnen. Okay.